Tick nur, es ist irgendwie gerade richtige Probleme. Ja. Ich will jetzt nicht an irgendwelchen komischen 0815 Checkpoints sterben. Ticken, du musst besser kämpfen. Da habe ich eigentlich nichts zwischendurch mit Controller mäßig. Hast du dich schon wieder abgeschaltet? Wir können auch mit Maus und Tastatur weitermachen. Das fängt super an. Das fängt super an. Scarecrow hat jetzt das Sagen. Wir sind Soldaten. Wir befolgen Befehle, egal von wem. Schön für euch. Schön für euch. So, Versuch Nummer 2. Sie macht niemand auf mich aufmerksam. Was sollen all diese grünen Fragezeichen überall? Ist das ein stadtweites Kunstfestival oder was? Ganz schön prätentiös, wenn du mich fragst. Nein. Nein, das ist nicht. Definitiv nein. Kann ich eigentlich irgendwelche Überraschungen auf euch niederregnen lassen? Wohl Better Rang. So, jetzt machst du mal hier ein bisschen richtiger. Was? Ich muss aufpassen? Falscher Typ. Ich wollte den da einfrieren. Ich fühle mich gerade so ein bisschen belagert. Ich kann niemanden von euch! Lass ich mir nicht bieten! Wow, gerade noch rechtzeitig allerdings ausschalten gedrückt. Nein. Mein Auto steht eigentlich in der Nähe. Ja, das ist doch jetzt schon viel besser gelaufen. Muss ich erst mal wieder richtig ins Spiel reinfinden. Kein Treffer. Das, Leute, so. Das will ich von dir sehen, schicken. Diese Leistung. Ja. Einfach mal Neustart. Tief Luft holen. Was willst du jetzt schon wieder? Ich habe Scarecrows versteckt im verlassenen Einkaufszentrum mit Rätseln gefüllt, um auf symbolischem Weg zu beweisen, dass ich der weitaus größere Bösewicht bin. Ja, das hast du auch schon gesagt, bevor wir überhaupt wussten, dass Scarecrow ein Versteck im Einkaufszentrum hatte. Mister, ich spoiler dir die ganze Welt. Na wirklich? Und was ist denn meine ganze Welt? Krieg einen Checkpoint. Sehe ich das richtig? Wir hatten bisher keinen einzigen Checkpoint auf Bleak Island gehabt. Das ist unser erster? Interessant. So, du bist die Nummer 16. Aber erstmal die beiden roten Typen da hinten zerstören. Die roten Typen. Rot und schwarz. Ist das you, Robin? Da vorne. Sieh dir das nur an, Mann. Da braucht es mehr als.
als Waynes Millionen, um das wieder hinzubiegen. Ja, nicht? Kein Wunder, dass mir die ganze Stadt gehört, wenn ich sie ständig wieder mit meinem Geld aufbauen muss. Sir, Ihr Angriff hat den neuen Kommandanten der Miliz alarmiert. Den Nachfolger des Arkham Knight. Er ist von der streitlustigen Sorte und verlangt, über einen offenen Kanal mit Ihnen zu sprechen. Geben wir ihm, was er will. Sehr wohl, Sir. Schön, dich wiederzusehen, Batman. Ist eine Weile her. Slade. Codename Deathstroke. Und ich habe einen Auftrag. Nun, wie ich mich erinnere, sagtest du mal, ich mache dir keine Angst. Aber unser gemeinsamer Freund, der Arkham Knight, der denkt anders. Er kam zu mir, sagte, ich wäre der zäheste Bastard, gegen den du je gekämpft hast. Der Knight ist fort, Slade. Du bist ein Söldner ohne Job. Nicht ganz. Ich habe meine Bezahlung diesmal im Voraus bekommen, was mich als Profi verpflichtet, den Job abzuschließen. Wie ist das Arkham Knight besser gemacht als Joker damals in Origins? Aber wundert mich, dass Slade nicht gespoilert wurde. Weil es gibt da auch so random Gespräche von Miliztypen, die Anspielungen von Slade machen. Wieso ist der wieder weggefahren? Wundert mich, dass das nicht gespoilert wurde. Bei all den vielen Dingen, die hier in-game schon gespoilert wurde. Hier mit Ivys Bündnis, das Versteck von Scarecrow. Das wurde noch gespoilert. Auf jeden Fall nicht die Identität des Arkham Knight. Ja. Fehlen nur noch 4 Stück. Fehlt denn da noch? Spontan würden mir nur 2 einfallen. Naja, na, Deathstroke. Richter Lama Slade Wilson, Beruf Söldner, Standort wechselnd. Augenfarbe blau, Haarfarbe grau, Größe 1,96, Gewicht 102 Kilogramm. Erstes Auftreten, New Teen Titans Nummer 2. Falsche Taste chicken. Slade Wilson war ursprünglich ein Söldner der US Army und wurde Teil eines experimentellen Programms zur Erschaffung eines Supersoldaten, infolge dessen er mit verbesserter Stärke, Beweglichkeit und Intelligenz versehen wurde. Kurz nach dem Experimenten wurde Deathstroke zum Söldner und erarbeitete sich schnell einen Ruf als einer der weltbesten Auftragsmörder. Nach seiner Niederlage gegen Batman und einer darauffolgenden Gefangenschaft floh Deathstroke aus Blackgates Hochsicherheitstrakt und arbeitete weiterhin als Söldner, in der Hoffnung, eine weitere Gelegenheit zu erhalten, gegen seinen Erzfeind anzutreten. Er floh aus Blackgate? Das habe ich aber hier in der Endcutscene von Arkham Origins anders in Erinnerung. Ja, da ist nämlich eine gewisse Frau zu ihm gekommen, die einen gewissen Suicide Squad leitet. Und hat ihm ein Angebot gemacht. Medizinisch verbesserte körperliche und geistige Fähigkeiten, meisterhafter Taktiker und Kampfexperte. Fehlendes rechtes Auge. War es bei Garrett nicht auch das rechte Auge? Was haben die ganzen Leute mit ihren Augen? Augen, 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 Augen. Wer auch immer mich da über den Haufen fahren will, keine Ahnung. Das ist direkt der nächste. Der Knight hat uns alles Wichtige über Batman beigebracht. Wir können ihn immer noch erledigen. Ach, könnt ihr das? Könnt ihr das? Ich müsste da erstmal warten, bis sich mein Unterbrecher wieder aufgeladen hat. Hier ist ja noch irgendwas in. Wieso steht da oben überhaupt? Ist da irgendwas mit Riddlerzeug? Das ist schon besser. Gotham ist ruhig geworden nach Jokers Tod. Hab ich das schon gemacht?
Ja, ich habe das schon gemacht. Siehst du an dem zerstörten Geschütz? Glückwunsch, Chicken. Glückwunsch. Ja, immer wieder gern geschehen. Stevens hat's gesehen und Batman angeschrien wie bei einer Scheidung. Ja. Jason war ja immer für seine Wutausbrüche bekannt. Sieht so aus, als läge es jetzt an Scarecrow. Ist es auf der anderen Seite, oder? Da unten. Gibt es jetzt nur noch hier Bewaffnete? Wir haben die Details zu Batmans Wagen. Der ist Geschichte. Ihn muss es veraltet. Er macht Dinge damit, von denen wir nichts wussten. Es gibt eine Menge Dinge, die wir nicht wussten. Hör zu, wenn er klug ist, bleibt er hier weg. Wenn nicht, machen wir ihn platt. Wie wollt ihr mich platt machen? Ein Elektropanzertyp? Ich habe gesehen, wie das Ding eingeflogen wurde. Keine 5 Minuten nach der Landung hat es einen Haufen Drohnen zerdeppert. Ja, mein neues Batmobil. Angstmulti ausschalten. Zu weit weg. Oh, ist mein Ding kaputt? Das tut mir aber leid. Fast Gesicht. Das ging jetzt ins Gesicht. Delfin! Batman denkt, er kommt davon. Scarecrow ist noch nicht fertig. Irgendwie hätte ich jetzt erwartet, dass das Tor aufgeht, aber das wäre ja zu einfach. Was genau hast du getan? Ach, das ist aufgegangen. Wieso lag der da vorne? Muss ich das verstehen? Scarecrow hat Batman fast erwischt. Keine Ahnung, was da oben passiert ist. Wo warst du? Ja, guter Plan, Chicken. Weg mit dem Schrott! Das sind nur Amateure, Batman. Du gegen mich, das wäre ein echter Kampf. Ja, so wie in Arkham Origins. Das wird der Kampf des Jahrhunderts. Du bist die Nummer 15. Die Nummer 15. Ich wollte eigentlich zum Delfin. Eigentlich Chicken. Man bekommt nicht mehr das, was man will. Bis zum Morgen gibt's hier mehr Pflanzen als in einem Naturreservat. Und dann sind wir die vom Aussterben bedrohte Spezies. Nein? Aha. Aber hey, ist ja nicht so, als hätte er mich ein paar Mal platt machen konnten tun. Scarecrow hatte Leute. Kann ich die Befehle? Nö. Schade. Sonst hätte ich ihm gesagt, hey du, geh mal ein bisschen näher dahin. Eine Wand zwischen? Die sind auf jeden Fall im Radius, die drei.
Obwohl er... Konzentriere dich aufs Geld. Das hilft. Da will ich nicht lügen. Kann ich sie... vielleicht so hinlocken? Das war der Feingesteuerte. Upsi! Du sollst da hingehen. Ihr alle. Achtung! Batman ist hier! Wer behauptet das? Ein Königreich für einen Schall-Battle-Ring.